Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Der zweite Lockdown konnte den Aktienmärkten bisher wenig anhaben. Die Börse zeigt sich erstaunlich robust, tut sich aber in den letzten Tagen mit weiteren Kurszuwächsen eher schwer. Dem DAX scheint an der 14.000-Punkte-Marke so langsam aber sicher die Puste auszugehen und auch die US-Technologiewerte pausieren nach der beeindruckenden Rallye im letzten Jahr auf hohem Niveau. Was man in so einer Situation tun kann, das fragen wir jetzt den Aktienmarktstrategen der Commerzbank. Hallo, Herr Hürkamp. Guten Abend, Herr Kesselund. Ja, die Aussicht auf die wirtschaftliche Erholung treibt natürlich die Aktienmärkte nach oben. Aber ist es ausschließlich das oder gibt es noch andere Gründe? Ja, für mich ist ja immer ganz entscheidend, wie entwickelt sich so die Geldmenge global. Und ich habe hier mal vielleicht für mich der wichtigste Indikator, den ich derzeit so habe, die Geldmengenentwicklung in den USA. Also die Zuschauer müssen sich das vorstellen, es ist so das Benzin, welches da ist, um die Kapitalmärkte nach oben zu bringen. Und schauen Sie mal an, was dort passiert ist die letzten Monate. Wir haben derzeit ein Geldmengenwachstum von 60%. Das gab es halt die letzten 40 Jahre nicht. Dadurch, dass die Notenbank ja den Leitzins auf 0% reduziert hat und die Bürger haben Schecks bekommen von der Regierung. Und das ist eigentlich historisch also immer Warnsignal, wenn wir niedrig sind. Und das war halt auch das Problem beim ersten Lockdown. Wir hatten halt wenig Liquidität im Markt. Deswegen gab es auch diese dramatischen Kurseinbrüche. Jetzt dieser zweite Lockdown wird überraschend robust weggesteckt. Wir sind trotz Lockdown auf Allzeithoch. Ja, das ist sehr beeindruckend, dieser Chart. Das Geld sucht sich natürlich seinen Weg, aber geht es nur in Aktien? Es gibt ja auch noch andere Anlageklassen. Das ist natürlich die Frage, wenn wir so eine Geldflut in den Märkten haben, wo drängt diese Geldflut hin? Und man kann ganz gut sehen, hier mal so dargestellt, drei verschiedene Assetklassen, wo kann ich das Geld anlegen? Hier das Dunkelgraue, das ist das Festgeld. Das waren ja die schönen Zeiten damals. Festgeldrenditen 4-5%, relativ risikolos. Derzeit bekommen Sie, wenn Sie froh sind, haben Sie vielleicht gerade mal eine 0% Rendite oder sogar eine negative Rendite. Die zweite Möglichkeit, die man dann immer hatte, so Unternehmensanleihen, also den Unternehmen das Geld zu leihen. Damals gab es auch Renditen so im Bereich von 4-6%. Aber Herr Kesselhut, das ist auch vorbei. Wir gehen auch dort Richtung Nulllinie. Auch dort keine Renditenchancen mehr. Das heißt, im Großen und Ganzen bleibt halt insbesondere diese rote Linie. Das ist halt die Dividendenrendite des DAX. Ja, Warnsignal. Wir sind bei der Dividendenrendite bei 2,8% Rendite, das ist fast ein 20-Jahres-Tief, aber relativ zu anderen Assetklassen halt immer noch sehr, sehr attraktiv und neben der Geldmenge so der zweite entscheidende Grund, weswegen die Aktienmärkte so gut gelaufen sind. Nun ist ja die Schere noch relativ groß. Man könnte anhand dieses Charts unterstellen, dass die Märkte noch deutliches Potenzial nach oben haben. Könnte man natürlich sagen, warum sollen die Märkte nicht dieses Jahr nochmal 20% steigen bei dieser Geldmengenflut, bei diesen attraktiven Dividendenrenditen. Aber wenn man sich jetzt mal andere Bewertungsindikatoren anschaut, da muss man sagen, wir sind halt sehr, sehr hoch mittlerweile in der Bewertung. Ich habe hier mal da einen Indikator mitgebracht, da geht es um den Nasdaq 100, also die größten Technologiewerte weltweit. Und die haben ja letztes Jahr eine Sensation hingelegt, 40% Kursgewinne. Trotz Corona. Aber das hat natürlich auch einen Preis, wenn man sich mal so Bewertungskennzahlen anschaut. Hier das Graue, das ist das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also mittlerweile zahlt man das 30-fache der erwarteten Gewinne. Das ist auch so ein 20-Jahres-Hoch. Aber ganz extrem wird es, wenn man mal schaut, was zahlt man für das Eigenkapital, was die Unternehmen in der Bilanz haben. Und dort sind wir mittlerweile bei 8 angekommen. Und 8, da schrillen bei mir die Alarm-Sirenen, das habe ich mal miterlebt im Jahr 2000. Also wir sind bei der Bewertung für große US-Technologieaktien teilweise auf die Niveaus des Jahres 2000. Und auch die Stimmung ist ja relativ gut zurzeit. Wir sind ja auch sehr positiv ins Jahr gestartet. Kann das vielleicht noch mal zum Problem werden? Das ist so der zweite Faktor, der mir so ein bisschen Sorge macht. Also ich schaue immer so, wenn man ins neue Börsenjahr geht, wie ist die Anlegerstimmung? Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn großer Optimismus schon herrscht, dass es dann meistens ein Börsenjahr wird, was große Kursschwankungen hat. Das kann man ganz gut sehen. Ich habe hier mal einen Indikator, wie viele Verkaufsoptionen gehandelt werden. Und wenn halt wenige Verkaufsoptionen gehandelt werden, das zeichne ich halt Sorglosigkeit. Und Sie können ganz gut sehen, wir waren im Anfang Jahr 2018 sehr sorglos, Anfang 2020 sehr sorglos. Und das waren dann immer Börsenjahre unglaublich große Kursschwankungen. Und genau das erwarte ich auch für das Jahr 2021. Also wir werden halt mit großen Schwankungen an den Aktienmärkten leben müssen. Und wie sieht denn Ihre Prognose für den DAX aus? In welchen Regionen erwarten Sie diesen? Ja, meine DAX-Prognose für dieses Jahr ist relativ langweilig. 14.200 Indexpunkte, wenn man sich mal den DAX anschaut der letzten Jahre, ist ja ungefähr das aktuelle Niveau. Aber ich erwarte halt diese unglaublich starken Kursschwankungen. Ich könnte mir vorstellen, im ersten Halbjahr gibt es halt diese expansive Geldpolitik, attraktive Dividendenrenditen, dass wir so Niveaus erreichen, 15.000 oder sogar über 15.000. Aber dass es dann im zweiten Halbjahr auch mal Momente gibt, wo der Markt stark unter Druck kommt und dann vielleicht sogar Richtung 12.000 korrigieren wird. Also eher nachkaufen, wenn der Markt dann nochmal wirklich zurückkommt. Ich würde sagen, im ersten Halbjahr dabei bleiben und im Sommer, denke ich, hat man gute Chancen, mal auch Gewinne dann mal deutlicher mitzunehmen.
Vielen Dank, Herr Hürkamp, für diese Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, sehen wir uns gerne in der kommenden Woche wieder, dann zum Thema Rohstoffe mit Eugen Weinberg. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin, bleiben Sie gesund.